Der Fug. Was macht eigentlich Emily? Gibt's die noch? Ja, sie gibt's noch. Oh, hallo. Ayaya. Und sie muss aufs Klo. Ralf, rette die Menschheit. Bitte, 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 bitte. Bring Emily aufs Klo. Bitte, bitte, bitte. Dass sie hier nicht die Windeln des Bösen vollscheißert. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Beeil dich, 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 beeil dich. Lauf, Ralf, lauf! Okay, das schaffen wir noch. Zurück zur Oma! Die hat ja jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Huch! Ah! Falls mir jemand von euch noch ein Weihnachtsgeschenk schenken will, schenkt mir bitte eine Computermaus. Dankeschön im Voraus. Oder auch im Nachhinein. Was machen wir denn mit Oma? Nein! Nein, Ralf, warum? Emily hat ihre Windeln vollgeschissen. Toll hast du das gemacht. Jetzt brauchst du sie auch nicht mehr aufs Töpfchen zwängen, sonst frisst sie dich. Wechsel mal schmutzige Windeln. Und damit meine ich nicht deine, sondern die von deiner Tochter. Wobei man nicht unbedingt weiß, ob Emily jetzt Ralfs Tochter ist, denn sie war auf einmal da. Sie ist aus dem Fernseher gestiegen. Besser gesagt, aus dem Computerbildschirm. Oma! Fähigkeit angeln lernen. Da würde ich sagen, wir stellen die Oma jetzt einfach mal in irgend so ein... Herb derp an irgendeinen Tümpelteich, Tempel, Dingens, Strand und lassen sie fischen. Oma fischt frische Fische. Wo kann sie dann jemanden? Da. Nein. Zoomen will ich. Hier kannst du angeln. Kann jeder auch schwimmen? Oh, cool, Oma kann hier schwimmen. Warum kann sie nur angeln oder ein Kurs in der Fähigkeit? Wir haben kein Geld. Leute, diese Familie macht dich wahnsinnig. Willst du deine Windeln gewechselt haben? Wie mies es dem geht. Angeekelt. Von was denn? Von den Windeln. Das tut mir leid für dich. Errungenschaften. Wo ist denn dies? Verdiene Abzeichen, indem du Errungenschaften abschließt, die in deinem Spielerprofil und auf deiner Pinnwand zur Verfügung stehen. Klicke auf das Errungenschaftenfenster, um sie dir anzusehen und nach Kategorie zu filtern. Deinem Spiel werden regelmäßig neue Errungenschaften hinzugefügt, aber dazu musst du online bei deinem Profil angemeldet sein. Aha. Mhm. Wo kann ich das jetzt? Will ich das überhaupt? Oh, ich habe eh noch keine Erweiterungspacks. Das kann mir gerade wurscht sein. Zoom. Ich krieg den Bogen schon raus. Zoom. Essen. Essen, Ralf. Nehmen. Zum Mund führen. Ich werde ihn von hinten erstechen mit diesen Bauklötzen. Gibt's da nicht... Gibt's da nicht irgend so einen Ausdruck dafür, dass das Programmierleute manchmal haben, dass sie sich nicht entscheiden können, ob sie jetzt erst Teller nehmen sollen oder erst Sache aus dem Weg räumen und was ihnen mehr Vorteile bringt und so weiter und so fort. Und die wissen dann nicht, ob sie das eine oder das andere zuerst machen sollen. Deshalb machen sie was Drittes, was gar nicht geplant war, so wie Ralf gerade. Lass die spielen! Liegen da echt die Klötze jetzt im Weg? Ach, was ein Scheißhaus. Liegen sie halt da im Weg.
So, jetzt geh spielen, Kind. Fische hier scheinen einfach nicht anbeißen zu wollen. Dann würde ich mal sagen, wir geben ihnen einen größeren Köder. Zoom. Oma, geh mal schwimmen. Da schwimmen doch Holzplankenfische. Die sind sehr lecker, habe ich gehört. Oma, geh mal schwimmen. Im Ozean. Das will ich jetzt sehen. Ob sie dann von einer Welle oder so überrannt wird. Plansch, plansch, plansch. Ja, schwimmen und nicht durchs Wasser warten, wie so ein alter, verranzter Walfisch. Jo, mei, ui, Frau, ist heute kein D-Zug. Ui, es ist gut. Oh, die erste Welle. Jetzt bin ich gleich drin im Wasser. Wartet's nur, ihr damischen Fisch. Ein wissenschaftliches Projekt. Ziel, fange einen Fisch. Okay, das wissenschaftliche Institut hat... Ich bin heute zu blöd zum Lesen, das gibt's doch nicht. Huch. Ich sollte nicht einfach meine Hand irgendwo auf meinen Schreibtisch knallen, denn da liegt das Grafiktablett und auch unsere Maus. Also meine. Jetzt aber. Das wissenschaftliche Institut hat sich bereit erklärt, für ein Fischprojekt mit der Schule zusammenzuarbeiten. Dummerweise ist der Vorrat an Fischen momentan ziemlich knapp und du wurdest gebeten, einen Fisch zum Institut zu bringen, bevor das Experiment beginnt. Wenn du es rechtzeitig schaffst, verbessern sich auch deine Schulnoten. Also Leute, wenn ihr in der Schule besser werden wollt, einfach mal einen Fisch fangen und mitbringen. Ziel, fange einen Fisch und bring ihn zum wissenschaftlichen Institut, um seine schulischen Leistungen zu verbessern. Ja. Oh, da ist jemand unglücklich darüber. Gammel mal ein bisschen. Johnny müssen wir auch noch umgestalten. Fähigkeit Gitarre lernen. Ja, kannst du mal machen. Kurs kannst du vergessen. Ein Schaumbad. Oh, der möchte ihm in ein Schaumbad nehmen. Wo ist Oma? Ist sie schon ertrunken? Oh. Paul Hinterschink ist schwimmen gegangen. Oma, schwimm nicht zu weit raus. Oder kreisen schon die Möwen, die warten schon drauf. Was ist denn das? Der rote Punkt? Schwimm zur Boje, bitte, bitte, bitte. Kann ich mit der was machen? Ja! Ich kann da nur hinschwimmen, oder ich kann nichts mit der Boje machen. Schade, aber da hat Oma ganz schön ordentlich zu schwimmen. Eins, zwei! Lesen für die Zug. Nee, Chantal, lies doch nicht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, mei, sind wir bald da? Ich kann nicht mehr. Ja, ja, Oma, geh mal kurz absaufen. Ralf liegt im Bett. Oh, der war müde. Zoomen will ich. Ich kann es nur immer wieder sagen, es tut mir so leid, dass das heute so... Ja. Hä, wie ist Emily denn wieder in ihr... Gruselzimmer gekommen. Hä? Dann schlaf doch mal bitte. Damit du nachts wieder wach sein kannst und alle terrorisieren. Muss der danach in die Schule? Sag bitte nicht, dass der... Natürlich. War klar. Hat er seine Hausaufgaben eigentlich gemacht? Kann er die nicht noch in der Schule machen? Nein. Ach, John geht's irgendwie kacke. Ja. Ja, mach was du willst. Nach der Schule ganz so. Nein. Du musst arbeiten, Junge. Du kannst nicht. Kann sie auch gleich da duschen? Dann verbraucht sie hier nicht so viel Wasser. Wasser und Stromkosten. Fähigkeit Athletik, ja klar. Kann ich mir schon denken, was für eine Art der Athletik das ist. Matratzensport und so. Fahrgemeinschaft für Johnny fährt in einer Stunde. Und Oma ist endlich bei der Boje angelangt. Kann sie jetzt hier wieder angeln? Oma, kommst du auch wieder raus aus dem Wasser? Kannst jetzt...
So, jetzt komm wieder raus. Bist nass genug. Okay, nochmal. Ralf schläft. Chantal fährt zu irgendwem und macht irgendwas. Johnny möchte schon wieder in die Kunstgalerie. Nein, du fährst jetzt schnell nach Hause. Dusch dich. Ja, wenn ich alle paar Minuten stoppen muss, um irgendwas anzuklicken, dann wird das hier wirklich jetzt noch eine 4-Stunden-Aufnahme. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Nicht, dass ihr das jetzt machen solltet. Es ist also so ein bisschen Gift schadet nie, aber zu viel sollte man nicht davon nehmen. Und diese Scheißbauklötze gehen mir langsam so richtig auf die Nerven. Voll die Agro-Aufnahme heute. Seht ihr die Maus eigentlich? Sieht man die ja schon? Ich frage mich gerade, ob Fraps die mit aufnimmt, weil im Vorspann wird sie zum Beispiel nicht, beim Ladebalken wird die Maus zum Beispiel nicht mit aufgenommen. Deshalb wäre das jetzt sehr komisch für euch, wenn ihr die nicht sehen würdet. Dann würdet ihr euch nämlich fragen, warum der Bildschirm teilweise so ruckelt. Wenn ihr die Maus seht, dann wisst ihr, warum ich dich so blöd anstelle. Oma, jetzt geh angeln. Etwas säubern, gerne doch. Von mir aus auch den ganzen Ozean. Kann ich die Kamera schwenken? Wie geht denn das? Ah, so weit wollte ich gar nicht. Geh angeln, Oma. Angeln. Warum machten die das nicht? Oma! Angeln! Und zwar. Gibt's mir die Fischkipf! Ich glaube, Oma ist zu ungeduldig zum Angeln. Ralf müsste immer noch schlafen. Chantal ist irgendwo im Ding und macht Hausaufgaben. Sie ist im Busch. Wo ist Chantal? Chantal. Was macht die denn hier? Wo hat sie sich denn da schon wieder eingeschlichen? Und wer ist das? Zoom. Ich habe immer noch nicht alle Sims rausgeschmissen. Happy Fur Budgie. Clean dorm. Ah, ich sehe schon, die hat sich hier den Klassen-Nerd geschnappt und will es bei dem abschreiben. Dumm ist sie ja nicht. Und nachdem sie das macht, soll sie. Das Auto könnte sie klauen. 4x4. Ja. Ja, du bist so witzig. Los, rück dein Heft raus, lass mich abschreiben. Was ist denn das? Das ist ein kleiner Bruder. Hat er dieselben Hausaufgaben? Ihr würdet mich nicht wundern. Chantal geht übrigens noch in die Grundschule. Die schreibt eigentlich vom kleinen Bruder ab. Weil sie ein paar Mal sitzen geblieben ist. Und jetzt ich bin so gestresst, ey. Die gehen mir voll auf die Nerven. Nochmal ein Bad. Ein Schaumbad. Oh, die haben keinen Schaum. Mist. Dann lasst uns doch welchen produzieren. Ha, ha, ha. Ist die fette Mutti? Die will Chantal jetzt rauswerfen? Zu spät. Sersche gemobbt. Ich will hier duschen! Mir das einfach komplett wurscht ist! Oh nein! Oh, Leute! Jetzt hat sie es bemerkt. Steck dir gleich deinen Kopf ins Knie! Aber ich hab mich doch mit dem Rücken zu dir gedreht!